Calder Cup Final seit Jahren stattfindet. Alles bereit für den Männerfinal. Von links nach rechts eine Top-Chance. Da war er völlig allein. Ja, schon schön ein Querpass vom Glauser. Und da ist das 1:0. 18 Sekunden ist diese Partie alt. Und es ist eigentlich gar nicht die erste Chance. Schon die erste Ballannahme von Fliermann. Wenn die gelingt, dann haben wir hier schon. Wieder die Gefälle da, wo Zug hat richtig Goal. Aber jetzt hängen Feld. Und da ist das 1:1. Da ist die Riesenchance, wollte ich sagen. Und da ist es bereits. Das 1:1 nach 5 Minuten. Noch nicht einmal. Ein blitzsauberer Konter, abgeschlossen von Cyril Zolica. Ja, sehr schöne Konterstruktur, die sie da haben. Einer, der wirklich richtig Goal geht mit dem Zolica. Und super ausgespielt. Hier wieder geblockt. Die Konterchance für die Tigers und das 2:1 für die Tigers. Jonas Guckisberg ist der Schütze dieses Tores. In der Meisterschaft 6 Tore erzielt. Hier macht er ein ganz wichtiges für die angesprochenen Emotionen bei den Tigers. Ja, ich jetzt geht wirklich gegen im Spiel verloren. Tschechischer Nationalspieler, ihn haben wir gesehen an der letzten WM. Der zweitbeste Scorer der Tigers übernimmt die Verantwortung. Isugite gegen Meier. Und das ist das 3:1. Ja, das ist sehr cool gemacht da von Isugite. Meier! 2:3. Ja, und das wird jetzt für die Tigers wiederum ein bisschen ärgerlich sein. Also da ein schlimmer Ballverlust von in der Mitte im Aufbauspiel. Zu einfach. Ja, und der Meier kann auch echt durchlaufen. Wegen Halten, ja. Graf. Sehr gute Ordnung. Graf, 3:3. Luca Graf, das kennen wir von ihm. So hat er auch an der WM ein Tor erzielt. Ja, ich würde sagen, sehr gute Position da für einen Freistoß. Das, also, dass der Ball gar nicht dort war, natürlich. Weil wir da auch reklamiert auf den Teig. Und Helle ist bereits da. Und beim ersten Drittel hat es 18 Sekunden gedauert. Und jetzt sagenhaft lange 30 Sekunden, bis wir das erste Tor sehen. Wir werden verwöhnt. Ja, also ich habe schon gedacht, das passiert nicht mit dem Drittel. Achtung jetzt. Gute Möglichkeit zum Konter, gute Möglichkeit zum Tor. Und das ist das 4:4. Und Thomas Gfelle läuft immer mehr heiß. Ja, und da weisst du, wenn er 2-3 Meter hinter der Mittellinie anläuft, wo man schon gesehen hat, Achtung jetzt. Ja. Der ist einfach heiß. Und wenn der mal Tempo überkommt, dann kann... Wieder der Tscheche sehr schnell abgeschlossen. Und jetzt kommt die Chance und das Tor vom eben erwähnten, von unserem Experten herausgestrichenen Stefan Siegenthaler. Ja, aber nicht ein Gewaltfund. Können wir nicht attestieren. Aber es hat gereicht. Ja, der Taugfunger ist jetzt nicht so hart. Da geht er schon rein. Böldi, Graf, Schussgelegenheit. Schussgelegenheit! Schussgelegenheit! Luca Graf mit seinem zweiten Tor zum 5:5. Ja, er zeigt auch wieder mal, wie wichtig er ist für GC. Aber, also ich finde, er hat nicht seine allerbeste Saison, aber in so einem Spiel kommt er da wieder vor und zeigt sich und übernimmt die Verantwortung. Ich finde Glauser nicht unbedingt bekannt für Volley. Und jetzt Fliermann! Und nein! Oh. Doch, Tor! Das Tor zählt 2 Sekunden, bevor die Sirene ertönt. Und ich bin nicht sicher, ob dieser Ball drin war. Ich bin fast sicher, dass es befreit wurde von Mann, der auch intensiv reklamiert bei den Schiedsrichtern. Wir sehen uns das nochmal an. Vielleicht können wir es auflösen. Formation. Der zweifache Torschütze. Zürcher.
Der Älteste und der wunderschöne Pass zu Emil Julkunen. Und sowas lässt sich dann der Schwede nicht zweimal sagen. Ja, und der Zürcher da schon vorher, anfangs von dem Einsatz, sehr guter Zweikampf in der Mittelzone, wo er seinen Körper hervorragend einsetzt. Und nachher zeigt er, warum er lange Jahre eigentlich wirklich als Offensiv super Spieler ist unterwegs gsi da. Kommt und er ins Spiel reinkommt, wie er jetzt mit dem Goal hat. Oh. Und da sprechen wir über Julkunen und da macht ein anderer sein drittes Tor an diesem Abend. Thomas Kveller. Nein, es ist Janik, nein, es war Janik Klauser mit dem Abschluss der Tier. Lally und Rüegge. Und da ist das Ausgleich zum 7:7. Und es ist der Mann, der immer wieder nach vorne sprintet. Ja, also ich weiß. Beste Willen nicht, dass der Heller jetzt wieder dort vorne macht. Tore. Tore macht er. Aber er macht es. Ist ja, zwei Minuten. Die Stockschläge, die ein bisschen hingen, ist eben wirklich immer ein Thema. Oh. Und da ist der nächste Treffer und jetzt ist er da. Der Topscorer bei GC, der drittbeste der Qualifikation. Joel Rüegge. Und der Pass von Christoph Meier hervorragend. Oh, und jetzt artet es aus. Jetzt müssen die Schiedsrichter gut darauf Acht geben. Auch was Flürmann jetzt macht, ist nicht okay. Das gibt Rot. Oh, da hat er jetzt seinem Team aber einen Bärendienst erwiesen. Simon Flürmann. Natürlich das Hochrisiko, das GC mit jedem Ballgewinn die Partie entscheiden kann. Aber da ist die Chance und das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Riesendiskussionen. Und dann ein Spielzug wie aus dem Bilderbuch. Und das 8:8. Ja, meine Wahnsinn. Güte. Joel Rüegge, der Topscorer von GC. Gescheitert beim Halbfinal gegen Schweden. Was macht er jetzt? Wieder scheitert er. Zweimal gescheitert. Zweiter Matchball Tigers. Zweiter Matchball Martin Kisuvide, der Tscheche in Diensten der Tigers. Hat eine tolle Saison bisher gespielt. Wird er jetzt zum großen Mann der Tigers? 14. Penalty. Jawohl! Und genau deswegen ist Sport etwas so Tolles. 9 Jahre später sind die Tigers wieder Cupsieger.